Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und diese Folge ging heute 50 Minuten lang, wovon wir heute aber 13% geschafft haben, was auf jeden Fall eine sehr schöne Hausnummer ist. Wir haben natürlich wieder angefangen mit den Tagesquests, sprich dem Meteoriten. Und danach haben wir diese 15 Lebenswasser gemacht. Und da diesmal wieder nichts bei Golem los war, was ich wirklich sehr, sehr traurig fand, habe ich mich dazu beschlossen, dann wieder Notliste zu machen, sodass wir jetzt auf 75% kommen. Und dann müssen wir mal schauen. An sich würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja heute 12%, nee, 13% gemacht. Wenn wir 12,62 hatten, dass wir dann, glaube ich, zwei Folgen nur noch brauchen werden. Bedeutet also im Endeffekt, wir sind ja, ich muss mal schauen, 75%, dann werden wir mal, wenn wir jetzt das nächste Mal wieder 13 schaffen, bei 88. Okay, zwei Folgen, ja, zwei Folgen brauchen wir noch, oder ich muss mal schauen, wenn wir vielleicht bei den Golem sind, weil dann würden wir, ja, wobei, bin ich am überlegen, wie viel haben wir denn letztes Mal geschafft? Letztes Mal haben wir auch 15% geschafft. Auch so um den Dreh in der Stunde ungefähr. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich glaube, zwei Folgen brauchen wir so oder so. Egal, ob wir jetzt Notisse machen gehen oder halt die andere VDH. Sprich, Golem VDH. Ja, macht keinen Unterschied im Endeffekt. Also, ja gut. Also von daher zwei Folgen und dann sind wir schon mal 134. Dann können wir loslegen mit dem Quest, was jetzt auf jeden Fall wieder eine schöne Abwechslung sein wird. Dadurch halt, dass es dann wieder ganz normale 15-Minuten-Folgen werden und. Also, schauen wir mal. Also, ich bin mal gespannt. Ich weiß halt nicht mehr, was will ich da jetzt noch machen? Ja gut, was da jetzt für Quests dazu kommen? Vor allem jetzt durch das ganze ominöse Tal und. Hat sich das Ganze ja auch nochmal verändert, weil da ja Quests dazu gekommen sind. Also ich bin mal gespannt, was mich da jetzt erwarten wird. Also mal gucken. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben jetzt schon den 3. Januar. Also zwei Tage ist ja schon her, das Ganze. Wie ich gesehen habe, oder wie ich beschlossen habe, habe ich doch kein Livestream gemacht. Naja, was soll's. Mal gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwann mal eins mache oder nicht. Das ist ja immer so eine Sache, spontane Sache meistens. Weil wenn ich Bock habe, zack, schmeiß ich den Stream an und los geht's. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ne, muss ich mal schauen auf jeden Fall. Streamen sowieso. Klar. Ab und zu mal, wenn Feiertage sind oder so. Oder wenn ich mal vernünftig frei habe. Am Sonntag vielleicht. Eine Stunde geht ja immer rein, ne? Also von daher, vorhin kommen da jetzt auch wieder wunderschöne Questen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was ich da jetzt machen werde. Naja, also auf jeden Fall so der aktuelle Stand. 75%, drei Viertel haben wir schon. Also es geht auf jeden Fall schneller voran. Das sowieso. Ich glaube jetzt ohne die Tagesquest würde ich ja wieder ein bisschen länger dran sitzen. Dann würde ich ja wirklich meine 8% schaffen. Und das ist ja fast nichts. Also von daher geht es auf jeden Fall voll klar. Und dann mal schauen, ne? Also wir werden auf jeden Fall, ich muss mal schauen, zwei Folgen, ja, vor Februar, hoffe ich jetzt mal Level 135. Und dann können wir direkt schon mit dem zweiten Char anfangen. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.